Servus, willkommen zu einer neuen Folge Chiropraktik. Heute mit Lou zu Besuch aus dem schönen Düsseldorf. Mhm. Ja, weit angereist. Naja, immerhin. Konnte ich mir noch merken. Lou, ich weiß vorher eigentlich nie was über die Beschwerden. Bei dir weiß ich, dass eine grundlegend schwere Erkrankung vorhanden ist. Aber das war es auch. Fang mal an zu erzählen. Was kann ich für dich tun? Also erstmal grob, ich hatte eine sehr schwere Covid-Infektion im März 2020. Ja, im März 2020, als das gerade losging? Genau, als es halt noch keine Masken gab, noch kein Desinfektionsmittel, gar nichts. Und ich war eine der ersten, also einen Tag vor dem Lockdown war ich halt krank. Ich war in Spanien in der Zeit. Und es wurde bei mir auch recht schnell sehr schlimm. Ich hatte erstmal eine Fehldiagnose, weil die auch noch keine Tests hatten, um das wirklich klarzustellen. Und weil ich so jung bin, war es auch so, ja, die lassen wir mal zu Hause und geben der Antibiotika, anstatt sie mit zum Krankenhaus zu nehmen. Mhm. Und dann ist es bei mir so schlimm geworden, dass ich damit 5 Wochen im Koma lag und an der ECMO, also die Herz-Lungen-Maschine. So eine externe Infektionen Lungen. Nennen gesprochen, Plural. Sind wir noch bei der ersten? Ja, bei der ersten. Welchem Zeitraum bist du dann ins Koma gefallen? Ich bin versetzt worden, weil mein Husten sehr stark war und alles überdimensional ausgeartet. Mitte März bin ich ins Koma versetzt worden. Nee, ich war noch positiv. Ja. Ich wusste nicht, dass ich positiv bin und dann war ich 5 Wochen im Koma, davon 2 Wochen an dieser Herz-Lungen-Maschine. So, das hatte ich gehört. Da musste ich dann aber erstmal mich selber nochmal erkunden. ECMO? Oder nee, wie heißt die? ECMO, genau. Doch. Genau. Es ist quasi eine externe Lunge. Wenn die Lunge nicht funktioniert, wird man daran angeschlossen. Also ja. Es ist ganz, ganz, ganz selten, dass man daran angeschlossen wird. Es ist auch ganz selten, dass man es überhaupt überlebt. Mhm. Und die Lunge, diese Maschine atmet dann quasi für einen. Genau, also das Blut geht dann da durch. Genau. Ja, also das hat mich sehr an eine Dialyse erinnert. Genau, so in der Art. Also technisch, genau. Und da lagst du, also 5 Wochen war dieses Ding an dir dran? Das war 2 Wochen an mir dran. Zweieinhalb. Und dann? Und währenddessen wurde ich halt weiter beatmet. Dann habe ich hier diese Tracheostomie bekommen. Ah, okay. Und bin dann nach fünf Wochen. Ja. Trachea ist die Luftröhre und Anatomie kommt immer von Schneiden. Ja, also deswegen hier der Luftröhre. Genau, hier und hier war die ECMO dran. Also hier war die und hier an der Leiste. Mhm. Gibt es da einen Port für da? Okay. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, weil aber ich war du hast keine Rückstände da jetzt vom Narbenbereich oder sonst irgendwas behalten. Narben halt, ja. Das schon. Ja. Gut, gucken wir. Genau. Ja. Und wo war ich stehen geblieben? Verwirrung. Naja, jetzt 5 Wochen Koma, dann die ECMO-Maschine. Was war dann? Tracheostomie und nach so 5,5 Wochen bin ich dann halt langsam wieder wach geworden. Bin langsam wieder negativ getestet worden und genau als ich aufgewacht bin, hatte ich halt, also ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, sondern mich jetzt auf das zu fokussieren, was jetzt hier wichtig ist, ich hatte so einen Knick in der Wirbelsäule. Ich habe davon auch ein Bild. Soll ich dir das mal zeigen? Das heißt, machen wir kurz Cut. Gut, also du warst jetzt natürlich abgemagert. Ganz blöde Frage. Sind dadurch Beschwerden entstanden? In der Brustwirbelsäule? Also, ja. Weil es ist ja die Brustwirbelsäule. Genau. Ne? Und da ist halt die Frage, also es ist halt nicht klar, woher meine Schmerzen kommen. Es sind halt mittlerweile chronische, undefinierbare Schmerzen in der Brustwirbelsäule. In der Brustwirbelsäule. Genau. Okay. An den Schulterblättern, quasi so um die Schulterblätter herum. Ja. Und auch. Also die haben das auch behandelt, teilweise die Physiotherapeuten, aber ich glaube, ein kleiner Überrest davon ist noch geblieben. Ist denn davon dann ein MRT gemacht worden? Von der Wirbelsäule ist ein MRT gemacht worden? Okay. Aber erst ein Jahr später oder sowas, weil es war erstmal nicht der Fokus. Der Fokus lag auf Laufen lernen, auf Reha, ja, klar, auf natürlich. Lunge, auf dem Ganzen.
Und deswegen auch wegen diesen Brustwirbelsäulenbeschwerden bist du jetzt bei mir? Genau. Plus, ich habe halt auch in den Beinen, aber da weiß ich halt nicht, ob du da überhaupt was machen kannst. Warte ganz kurz, ja. Da kommen wir gleich zu. Lass uns nochmal bei der Brustwirbelsäule bleiben. Ja. Wie stellt sich das dar? Diese, du hast gesagt, zwischen den Schulterblättern, Schmerzen? Das ist so ein stechender Schmerz, als würden da so ein paar mehrere Messer reingehauen werden. Ja, ist das so mittig oder ein bisschen seitlicher von der Wirbelsäule? Seitlich, also jeweils an den Schulterblättern quasi. Ah, ja. Okay. Und teilweise auch mittig. Also es gibt Punkte an der Brustwirbelsäule und auch ein bisschen weiter unten und oben. Also quasi, da ist der Punkt, wo das mit dem Wirbel war, ich glaube, das ist auch ein Schmerzpunkt. Und weiter drunter und drüber gibt es Punkte, wo ich das Gefühl habe, ich breche durch. Als würde mein Rücken durchbrechen. Mhm. Ja. Kann man jetzt nicht generalisieren, aber dieses Stechen und Durchbrechgefühl und so, das sind schon eigentlich deutliche Hinweise auf Blockierung, gerade in der Brustwirbelsäule. Mhm. Und das, was wir auf deinem Bild gesehen haben, das waren sehr starke, das sind wirklich sehr starke Rotationen von Brustwirbelkörpern. Und das, was ich euch sonst immer sage, wenn wir eine Blockierung haben, das sind eigentlich, also das ist fast, also das ist schwierig zu sehen. Bei dir war jetzt der Dornfortsatz, die so übereinander stehen, hier. Mhm. Also das waren mindestens zwei oder drei Wirbel, die ganz stark nach rechts rotiert sind. Oder nach links, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Aber Koma, Lagerung, genau. Natürlich keine Ahnung, ne? Die tun ihr Bestes. Nur wer mal einen schlaffen Körper, ist unfassbar schwierig zu bewegen und hat eine unglaubliche Eigenschwere. Du hast gesagt, du bist abgemagert. Es ist völlig egal wie schwer. Ja, ja. Selbst wenn man 40 Kilo oben hier auf den Boden fällt, die hochzukriegen, das ist super schwierig. Ja. Gut, mache ich mir gleich ein Bild von. Mhm. Okay, dann Beine, was hast du gesagt? Genau, in den Beinen habe ich halt auch so eher undefinierbare neurologische Schmerzen. Ich glaube, es ist neurologisch. Mhm. Ich weiß aber nicht, ja, wie das ist. Also meine therapeutische Neugierde hat ja vorhin angefangen, als du hier reingegangen bist. Das Gangbild war ja vorher wahrscheinlich nicht so. Nein. Ne? Hast du das Gefühl, dass du deine Beine kontrollieren kannst? Ich kann das linke Bein nicht so gut ansteuern. Ja. Und da hast du auch wenig Kontrolle über dein Knie? Kann sein. Es ist halt das gesamte Bein. Mhm. Also das gesamte der Bein. Fuß, ja. Also genau, also mit Fuß. Mhm. Hast du da auch Missempfindungen, Kribbeln oder sonst irgendetwas? Teilweise noch Überbleibsel. Ich merke aber, ich habe das für mich sehr dran gewöhnt. Ja. Okay, wenn ich irgendwie was dran ändern kann, ich muss gleich einfach mal gucken, solltest du in Zukunft diese Sitzposition unterlassen. Okay. Also einfach, es kann sein, halt, ne, ist vom Kreuzbein, von der Lendenwirbelsäule unten. Ja, es kann sein, dass da was ist. Und was ist mit deinem rechten Arm? Du siehst alles. Die Arme sind einfach schwach. Insgesamt. Der linke aber ein bisschen mehr als der rechte, aber ich brauche oft. Also das Glas ist jetzt halt ziemlich groß und schwer. Deswegen, ja. Ja, okay. Mhm. Ich brauche Unterstützung von beiden Armen. Kannst du jetzt das Bein einmal runternehmen, bitte? Das machst du auch wirklich nicht aktiv, ne? Also du nimmst deine Armshilfe. Also ich kann es runterfallen lassen, aber dann ist es halt unkontrollierter. Mhm. Ja, ich habe noch ganz schön viele Fragen im Kopf. Aber das können wir auch während der Untersuchung machen. Noch was Wichtiges für mich zu wissen war, gab es irgendwelche Komplikationen während der Erkrankung, wurde außer der Tracheotomie noch irgendwas gemacht an deinem Körper? Ich kann es nicht so gut sagen, weil ich ja währenddessen gar nicht bei Bewusstsein war und auch, also Familie, das wurde alles von Spanisch auf Deutsch übersetzt, deswegen, ich glaube, diese Details sind da gar nicht so. Ach so, warte mal, hast du jetzt gar nicht mehr so mitgeschnitten? Du warst in Spanien die ganze Zeit? Genau, ich war in Spanien. Ich hatte vorher da ein Auslandspraktikum gemacht, also, habe da gewohnt und es gab halt dann eine Person, die das übersetzt hat,
Aber okay. Es wurden jetzt nicht alle minimalsten Details an meine Familie weitergetragen. Und es gab halt nur Komplikationen, also permanent. Es war permanent kritisch, sehr, sehr kritisch. Ja, dann sage ich erstmal schön, dass du vor mir sitzt. Ja. Nach so einer Geschichte. Muss man erstmal mitmachen. Okay, gut, Lu. Dann gucke ich mal, was und ob ich was für dich tun kann. Ich kann nie was garantieren. Aber ich werde intensiv gucken. Okay? Ja. So, wir gucken jetzt einmal von vorne, oder ich gucke jetzt einmal von vorne, was mir auffällt. Deine Schultern sind gleichmäßig hoch eigentlich. Das spricht jetzt nicht für eine starke Rotation in der Brustwirbelsäule. Alles okay bei dir? Mhm. Gut. Deine Halswirbelsäule ist nach rechts verschoben. Jetzt sieht man auch den Nabelbereich hier ganz gut. Ne? Schon. Ja. Dreh ich mal einmal um, bitte. Also, der Bereich fällt mir sofort auf, aber ansonsten diese krasse Rotation vorhin, wie auf dem Bild, sehe ich jetzt im Stand erstmal nicht, aber auf dem Bild hast du dich auch so nach vorn. Genau, und ich habe seitdem auch wieder zugenommen, ne? Also ich habe wieder... Naja klar, dass man dann vielleicht die Dornen, du meinst, dass man es nicht sofort so sieht. Genau, ne? Und ich bin auch da ja schon ein paar Mal auch von Physiotherapeuten ein bisschen behandelt worden. Also. Warst du überhaupt schon mal beim Chiropraktiker? Nein. Noch gar nicht. Also aber ganz, ganz behutsam zusammen. Ben, okay, gut. Dann dreh dich nochmal um, bitte zu mir. Kannst du auf dem rechten Bein stehen? Also kannst du das linke Bein abheben? Okay, gut. Wie ist das, wenn du auf dem linken Bein stehst? Kannst du dich aufs linke Bein stellen? Okay. Also es geht irgendwie, aber es ist ein bisschen schwierig. Naja, dann backmount dann auch sofort ab. Mhm. Okay, gut. Da. Wollen wir mal gucken, wie es im Sitzen aussieht. Das heißt, du kannst dich einmal hier bitte hinsetzen. Ja, gefühlt auf dem Bild sah es eigentlich fast noch ein bisschen höher aus in der Brustwirbelsäule. Aber diese Stelle da hinten, gucken, wie es sich gleich darstellt. Also wir sehen jetzt auch noch mal, wir haben hier einen sehr starken Übergang. Da, hier. Hier wird es flacher und hier kommt es wieder, kommen mir die Brustwirbelkörper hinten wieder ein bisschen weiter entgegen. Hier ist es wieder ein bisschen erhabener und hier wird es wieder flacher. Ja? Hier ist flach, hier ist erhaben, hier ist flach, hier ist erhaben, da ist flach. Und das hier oben, das ist relativ häufig, aber das hier ist nicht normal. Hm? Und noch eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Mein Kiefer hatte auch, also ich hatte so eine Kiefersperre. Ich habe meinen Mund nicht richtig aufbekommen. Das ist etwas besser geworden. Es war aber immer irgendwie auch so ein Zusammenspiel zwischen hier Schmerzen im Nacken, die auch stark sind bei mir, im Brustwirbelbereich, Lendenwirbelbereich und Kiefer. Also es hat sich immer so den Ball gegeben. Also, du hast es jetzt überhaupt nichts über den Schulternackenbereich gesagt, aber einfach, weil du wahrscheinlich eh so viel hast. Ne? Also ja, das ist für dich schon eine Selbstverständlichkeit. Es hätte mich auch wirklich gewundert, wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Ja, plus ich habe halt auch teilweise mit Schwindel zu tun, deswegen das habe ich. Seitdem? Auch, nee, das hatte ich auch davor schon. Davor, okay. Mit dem Schwindel, aber ja, das war eigentlich dann auch besser. Jetzt nicht mehr so. Okay, aber der Kiefer ist immer noch ein bisschen eingeschränkt, meinst du? Ja, es ist auch etwas besser, aber wollte ich mal. Genau, nur auch fünf. Ja, genau, halte ich da bitte fest. Ja, das ist auch der Bereich. Da kommt's. Da kommen so mehr. Hinten die Dornfortsätze, die kommen hier. Guck, ich gerade. Und jetzt machen meine Finger eine Kurve nach links hier rum. So, ja. Kann man wieder hoch. Das ist jetzt. Du bleibst da.
gehört, klar. Also, 2 bis 3 Dornfortsätze stehen tatsächlich wirklich deutlich weiter hier auf der linken Seite. Also die sind rotiert und ich habe jetzt gerade dagegen gedrückt, also in die Richtung, wo sie an und für sich hin sollten. Und das hast du schon gemerkt. Ne? Mhm. Wir müssen eh generell mal gucken, wie dein ganzes Nervensystem ist durcheinander gekommen. Und wir müssen mal gucken, wie du auf meine Behandlung ansprichst und wie wir da zusammenkommen. Und auch meine Lunge, die halt eben, also wenn du da Druck drauf gibst, kann es sein, dass es auch für mich eben zu viel ist, aber das schauen wir. Ja. Was heißt das? Meine Lunge ist halt auch sehr sensibel noch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, in Bauchlage wäre wahrscheinlich nicht so cool, ne? Nee, denn ich neige dazu, doch wieder von hinten ziemlich zu drücken. Das gibt dann Druck auf die Lunge. Okay, machen wir mal Gedanken drüber. Ja. Okay, guck mal nach rechts, soweit wie es geht. Und guck mal nach links, soweit wie es geht. Okay, gut. Einmal das Kinn Richtung Brustbein. Und einmal unter die Decke gucken. Okay, gut. Entstehen dabei irgendwelche Beschwerden? Schmerzen nicht, ne? Okay. Das war auf jeden Dabei Fall. Schon. Ja, was wir auf jeden Fall haben, ist eine Rechtsverschiebung von C1, das hat man sofort gesehen. Ob das vorher schon der Fall war, weiß ich nicht. Oder gegebenenfalls auch hier haben wir hier den Narbenbereich. Es fühlt sich aber von der Narbe her. Tut das weh? Also die Narbe nicht, darunter ja ein bisschen, ja. Ja, also da. Das sind meine Wurstfinger. Also die Narbe an sich ist, gefällt mir eigentlich ganz gut. Die ist verschieblich. Ja, ich sollte auch immer mal da so ein bisschen dran schieben und ein bisschen was dran tun. Genau. Zur Lendenwirbelsäule auch was, was auch vorher der Fall war. Erzähl. Dass ich, wenn ich lange gestanden habe, auch da sehr schnell Schmerzen bekommen habe. Also beispielsweise ein Konzert oder sowas, ne, wo ich noch so lange stehen konnte, habe ich halt wirklich dann auch nach einer halben Stunde, spätestens Stunde da echt abgebaut von genau vom Stehen her, weil ich dann so starke Rückenschmerzen hatte und das Gefühl hatte, meine Lendenwirbelsäule bricht durch. Ah, okay. Dann, du nimmst mal die Arme auf diese Oberschenkel. Genau, damit kannst du dich ein bisschen abstützen. Beug dich mal ein Stück nach vorne. Komm wieder hoch. So. Und nochmal nach vorne. Und wieder hoch. Und nochmal nach vorne, bitte. Mit dem Arm genau stütze ich ab. Und komme ich auf. Es fällt dir schwer aus der Rückenmuskulatur, dich wieder aufzurichten. Ne? Mir fehlt da noch einiges an Muskulatur. Mhm. Einmal nach vorne beugen nochmal. Es braucht halt sehr viel Zeit, bis man die ganze Muskulatur wieder aufgebaut hat nach dem langen Liegen. Ja, komme ich auf. Vor allem mit meiner chronischen Fatigue, was halt eben reinspielt. Nochmal nach vorne. Zu einmal erklären, was das ist, die chronische Fatigue. Fatigue ist ein Erschöpfungssyndrom, also quasi, dass die Erschöpfung nicht dem angemessen ist, was man eigentlich getan hat. Sprich, ich laufe eine Runde durch den Park und muss mich dann den ganzen restlichen Tag ausruhen oder vielleicht sogar 2. Nochmal nach vorne, ein letztes Mal. Also als Beispiel. Ja. Komm mal. Kommen wir wieder hoch. Ich glaube, halt wenn man deine Muskelaktivität sieht, ist das auch voll und ganz verständlich. Ja, also du musst. Was meinst du damit? Naja, deine Muskulatur hat erhebliche Probleme, nicht nur in der Dynamik, also wenn es sich bewegt, die Gelenke zu kontrollieren. Das heißt, die Nervenimpulse kommen nicht
wie vorher in die Muskulatur, sodass du einen flüssigen Bewegungsablauf hast, sondern sehr abgehackt. Und das gleiche hast du ja dann auch in der Statik, also statisch, wenn eine statische Muskelspannung, wie zum Beispiel beim Gehen, sicher dein Knie etc., bei dir schlägt das ein bisschen durch. Ja. Und das kostet unfassbar viel Energie. Ne? Also allein das erschöpft schon Laufen enorm. Laufen erschöpft mich extrem. Also, ich habe eigentlich schon jetzt ein relativ klares Behandlungsbild vor mir, bei dir. Nämlich, insofern, ich fange jetzt direkt an, dass ich erstmal gucken muss, wie kommen wir beiden am besten zusammen. Was kann ich machen? Wie reagiert dein Körper darauf? Dann muss ich gucken, inwieweit deine Brustwirbelkörper sich bewegen lassen wollen und wie weit ich das auch will. Okay? Und dein Becken werde ich auch noch mit bearbeiten, Schultern, Nacken auch. So, jetzt müssen wir aber, eins ist klar, bei deinem Körper kann weder du noch ich können voraussagen, wie der reagiert. Jetzt hattest du ja diverse physiotherapeutische Behandlungen etc. Aber ein bisschen tiefer gearbeitet wurde bei dir wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ja doch, ich hatte manuelle Therapie auch. Ja, manuelle Therapie. Aber haben die tief im Gewebe gearbeitet? Also sind die so wie ich jetzt zum Beispiel tief reingegangen? Teilweise. Aber auch nicht. Also ich glaube, du bist noch ein Stück tiefer auf jeden Fall drin. Ja, und ich bin jetzt noch an der Oberfläche. Okay. Ja gut, Das ist das Ding, genau. Also weißt du, dein Körper versucht sich gerade selber zu finden. Ja? Der will ja wieder in seine Startposition zurückkommen. Und das dauert. Wenn ich jetzt hier die große Behandlungskeule raushole, kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie sich das bei dir auswirkt. Ja. Ne, weil es kann jeder, ohne deine Symptome, ohne dein Grundproblem, die anderen Patienten sind dann nach den Behandlungen todmüde. Das heißt, die haben dann quasi eine Thomas-Fatigue. Mhm. Ja, die sind dann halt einfach wegen mir dann halt einfach total erschöpft. Und wir müssen halt zusehen, wenn du jetzt hier nach einer Woche im Bett liegst, macht das auch nicht viel Sinn. Okay. Wenn die Beschwerden dann weg wären, okay, dann würden wir was in Kauf nehmen. Ja, können wir das vorher wissen? Nein. Also müssen wir erstmal Intensität suchen und gucken. Mhm. Das heißt, ich werde heute die Intensität so wählen, dass du es zulässt. Ich aber das Gefühl habe, dass ich dich nicht komplett überfordere. Aber ich werde dich fordern. Ja, ich werde dich fordern. Ich möchte, dass es besser wird. Also genau. Ich bin weil eher eine Kandidatin von mehr als mehr, aber. Ja, pass auf, das Ding ist. Bei meinem Körper halt nicht. Ja, das Ding ist. Ich kann vorher nicht abschätzen, was passiert. Deswegen, ich behandle jetzt heute erstmal so eine Grenze und dann telefonieren wir und gucken halt, alles wie hat klar. Sich was entwickelt. Ne? Um dann zu gucken, okay, was können wir dann weitermachen? Ja. Mal das. Fünf Wochen Koma ist unglaublicher Impact für den Körper. Du bist von außen quasi noch betrieben worden, aber innen drin ist halt nicht viel passiert. Und ich kann mir das jetzt mit den Brustwirbelkörpern noch nicht richtig erklären, weil eine klassische Blockierung ist das nicht, dafür ist es zu viel. Das knickt hier so dermaßen weg. Genau hier. Deswegen, also nochmal die Frage, MRT ist gemacht worden ohne Befund. Ist das MRT in Spanien gemacht worden oder in Deutschland? In Deutschland. Gut. Und da gab es keine Befunde in der Wirbelsäule. Das kann ich jetzt echt schlecht. Da musst du das bitte bis zum nächsten Mal rauskriegen. Mach ich. Also es war jetzt nicht, dass da gesagt wurde, dass ich akut irgendwas machen soll. Ja. Ja, ich glaube, also mir wurde gesagt, dass mir halt Muskulatur fehlt. Ja. Ich hätte gerne ein bisschen Muskulatur eingekauft, aber. Ja, keine gefunden, war aus. Ja, war ausverkauft. Ja. Wegen Pandemie. Muss man beim Action-Markt gucken, da kriegst du alles.
fällt mir gerade ein bisschen schwer, mich hier so zu halten. Ja. Ich weiß halt nicht, Noch am Leben. Pass auf, wir probieren es. Aber du musst mir dann Rückmeldung geben, ob das zu viel Druck auf der Lunge ist oder nicht. Ne? Okay. Ach so, weil ich dich so nach vorne wegdrücke, ne? Ja, genau. Es fällt mir halt schwer, mich zu halten. Ne? Mhm. Im Bauch lang? Ja. Die Füße sind hoch. Sehr gut. Ich mach mal auf, ja? Ja. Aber generell jetzt so gerade im Bauchlage hast du kein Problem. Nee, das geht. Nein. Gut, ich sage ja immer wieder, für mich ist auch, wenn der Patient im Bauchlage liegt, ist es natürlich einfacher zu behandeln, aber die Schwerkraft wirkt halt anders. Und deswegen fange ich gerne auch im Sitz an. Und gerade bei Louvering des Lungendruckes. Aber. So habe ich natürlich ein anderes Widerlager. So, die Brustwirbelsäule habe ich ja jetzt im Sitzen schon ein bisschen bearbeitet bei dir, ne? Das heißt, die lasse ich jetzt kurz, der gebe ich einmal kurz Pause, weil wenn dann, ne, Lungenflügel sitzen ja nochmal hier drunter. Mhm. Hier unten sollte das ja kein Problem genau, sein. Genau, also von der Lunge, nicht von den Schmerzen her, es ist echt hart. Ja. Du hast aber dann durchgängig Physio. Ja, genau. Gut. Also hast du von der Kasse, hast du da eine Dauergenehmigung bekommen, oder? Nee, das nicht. Ich muss da schon immer wieder zum Arzt. Ja, ja. Aber ich bekomme von meinem Neurologen 36 Mal. Ja. Es ist gerade ein bisschen kompliziert, weil ich halt in einer Physiopraxis nicht die Kapazität bekommen kann, die ich eigentlich brauche. Ja. Deshalb bin ich jetzt gerade in 3 Praxen und das macht es ein bisschen kompliziert, weil die einen machen Atemtherapie mit mir, die anderen Neurophysio und die dritten kümmern sich halt um die Schmerzen. Und in der Neurophysio machen die dann die Muskelaufbauübung mit dir, oder? Genau, genau. Gut. Und unter anderem so eine Rüttelplatte und so. Gedöns halt, aber größtenteils halt wirklich Muskelaufbauübungen, dass mein linkes Bein vor allem wieder besser steuerbar wird und die Rumpfmuskulatur besser wird, dass ich mich halt mehr halten kann, auch in der Aufrichtung. So, jetzt komme ich natürlich hier. Da musst du mir sagen, ne, wie es ist. Ja, noch geht's. Ist das Stechen auch in diesem Bereich dann? Wenn man draufdrückt, ja. Ja, aber gehen wir mal, genau, gehen wir mal weg von dem Draufdrücken. Mhm. Wo sind sonst ist dein Schmerzbereich? Mhm. Pass auf, du sagst mal, ich gehe mal runter und du sagst ungefähr Stopp. Also weiter nach außen. Ah, okay. Ist das eher links oder eher rechts? Beide Seiten und beide noch Seiten. Ein bisschen weiter nach außen. Ja, genau, da kommen wir dem näher. Ich glaube, es ist an einer Seite ist es ein bisschen weiter höher. Ich glaube, rechts ist es weiter höher und links weiter runter oder sowas. Mhm. Ja, aber noch ein Stück höher. Mhm. Da kommt die Muskulatur mit. Hier? Mhm. Guck mal, da? Ja. Und ja, da. Genau, da. Ist es da? Da geht's. Ist es da? Da. Es ist viel mehr.
fühlt sich gerade an, als ob ich mir einen Zahn rausgehauen hätte. An meinem Rücken. Was? Nee, ich wollte gerade die Stiftkappe abziehen. Trottel. Ja, da holen wir noch ein Stück Plastik. So, das merken wir uns mal. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Auch weiter außen. Also da tut es schon auch weh, aber... Ja, genau. Ja, da auch, also sind alle Schmerzpunkte. Und weiter oben. Rechts ist weiter oben noch intensiver, ja. Nehmen wir den Arm zur Seite bitte. So, danke. Guck mal, oben, Mitte, unten. Was merkst du am meisten? Machen wir Mitte. Mitte war da. Und unten? Unten. Unten. Aber es ist ein geringer Unterschied zwischen Mitte und unten. Aber der Bereich. Das sind Rippenwirbelgelenke. Jetzt durch diese ganze veränderte Atmung etc. Auch nicht unbedingt verwundernswert ist. Okay. Aber Brustwirbelsäule, dieses Stechen, wenn entweder ihr als Privatperson oder als Therapeut einen Patienten in der Brustwirbelsäule, in der Mitte der Wirbelsäule, wenn ihr das Gefühl habt oder jemand gibt das an, ein Stechen wie ein Messer in den Rücken zum Beispiel. Das ist typisch für Rippenwirbelgelenksblockaden. Warum? Keine Ahnung, weil das so ist. Es sticht anscheinend, als ob keiner von uns weiß, hoffentlich, wie das ist, wenn man Messer in den Rücken kriegt. Aber die Patienten äußern das. Häufig unisono so. Und an den Tagen, wo das halt immer... Also es gibt halt Momente, in denen das halt nicht sich wie das Messer anfühlt. Mhm. Dann ist aber immer dieser dumpfe Schmerz ist immer da. Mhm. Also der geht nie weg. Mhm. Dumpf. Es gibt unterschiedliche Adjektive für Schmerz. Wie zum Beispiel stechend. Na, wie ist der Schmerz stechend? Dumpf ist dafür, spricht dafür, dass ein Schmerz schon längere Zeit vorhanden ist. So, und da in dem Gegenzug, ich habe mich gewundert, warum macht er hier so? Ich bin vorhin schon mal in die Rippen Zwischenräume reingegangen, weil die natürlich super, super wichtig sind. Wenn die Lunge noch nicht richtig gearbeitet hat, müssen die frei. Wurde hier schon drin gearbeitet in den Rippen? In der Atemtherapie. Naja, in der Atemtherapie, du meinst Kontaktatmung, oder? Nee, schon die schon Muskulatur ausstreichen. Ausstreichen, ja. Aber nicht, nicht zwischen aus die Rippen. Ja. Quetschen, wie du das machst. Jetzt fühlt sich an, als würdest du so eine Orange quetschen, oder? Also, es ist immer die Frage, was kommt woher? Jetzt hast du ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben gehabt. Warst du so dünn schon mal vorher in deinem Leben? Also wahrscheinlich zu deiner Geburt. Aber dann kommen natürlich auch Sachen zu Tage, die vielleicht auch vorher schon da gewesen sind. Man weiß es aber nicht. Mhm. Ja? Was ich dir jetzt sagen kann, ist, oder was ich direkt gesehen habe, ist, dass es für eine Blockierung eigentlich zu weit draußen ist. Das ist, sieht aus wie ein gewachsenes Problem. Okay? Okay. Deine Beschwerden... Wenn wir uns das jetzt angucken, hier ist der Dornfortsatz, der hier da nach links abhaut. Rippenwirbelgelenk haben wir, die sind ja tatsächlich fast auf einer Höhe. Wenn ich hier eine Linie ziehe, komme ich hier an. Geht es vom Druck her, was die Lunge angeht? Ja, und da ist wieder so ein Punkt,
ja, wo ich das Gefühl habe, ich breche durch. Und das ist aber genau der, das ist genau die Rotationsstelle. Tja, müssen wir ja alles mitnehmen und bewerten. Ich kann nichts ausschließen. Entweder es war vorher da oder es ist ein Gedanke. Also jetzt gerade eher passt es doch dazu, dass es eine Blockierung ist. Ihr seht, das ist durchaus schwierig zu beurteilen. Deswegen hat das auch bisher wahrscheinlich keiner rausgefunden. Ja, also ich kann nie, also ich kann nicht, wenn ein Therapeut oder ein Arzt sagt, das ist hundertprozentig so und so, ich war ja nicht dabei, also es ist ganz schwierig zu beurteilen. Klar, so gehört das nicht. Und jetzt deine Beschwerden. Kannst du mir den Stift noch? Ich habe da schmierige Hände. Die Markierung möchte ich nicht verlieren, weil sonst muss ich Lu gleich wieder quälen. Da mache ich die mal ganz weit außen. Und, danke. So, und hast du irgendetwas von deiner Knochenstruktur, hat sich da was verändert? Also wurde dir da irgendwie gesagt, dass durch das lange Liegen sich die Qualität, die Knochendichte bei dir verändert hätte? Nee, oder also ich weiß nicht, ob es überhaupt gemessen wurde, aber da wurde mir jetzt nichts zugesagt. Okay. Nur von meiner Nervenleitfähigkeit und so. Ja. Was war denn mit deiner Nervenleitfähigkeit? Dass die halt nicht mehr so gut ist. Ja, warte mal, also kannst du dich noch an die Beine erinnern? Mhm. Gab es da einen Unterschied zwischen rechts und links? Ja. Also rechts war deutlich besser, ja? Ja, mein linkes Bein war am Anfang, ich weiß nicht, ob man es jetzt als gelähmt betiteln kann, aber ich konnte es halt gar nicht bewegen. Ja. Mhm. Das habe ich mir alles antrainiert in den letzten Jahren. Mhm. Es ist halt auch jetzt immer noch sehr viel Arbeit für den Kopf und fürs Bein, für Muskulatur und Nerven, aber zumindest kann ich es halt bewegen und kann einigermaßen laufen. Mhm. So, dann ist die Frage halt, wenn ich durchs Gewebe gehe, dadurch, dass die linke Seite nicht so gut angesteuert wird, ist auch hier im Kreuz-Narbein-Bereich eine leichte Problematik vorhanden. Also, aber das ist auch nicht so richtig verwundernswert. Also genau da Spalt. Okay, du atmest mal einmal durch. Ich nehme jetzt erstmal die Massagepistole. Hier. Ist das unangenehm? Mhm. Inwiefern? Tut das weh? Tut weh, ja. Es tut schon weh? Ja, es tut extrem weh. Hm. Tut extrem weh? Also an dem Punkt. Hier? Ja. Hier geht's? Da geht's. Hier nicht? Nee. Hier ist auch wieder schlimmer. Das ist hier ungefähr. Hier ziehen viele Nerven durch. Und der Muskel reagiert sofort. Und hier auch in so einem Piriformis. Genau darunter ist der Ischialicus. Da muss ich sagen, spürt nicht so viel. Gut, weil du hier vorhin auch die ganze Zeit reagiert hast. Aber der hier oben, der ist. Ja, das ist wieder so stechend. Ja. Und nach unten hin weiß ich nicht, ob ich da einfach weniger Gefühl habe oder. Also, ja, das ist nicht so stechend. Mhm.
Was wir jetzt gerade gefragt haben sollte, warum benutzt der Typ Papier, wenn ich die... Ja, da, es glänzt alles, ist alles bei mir. Wichtigstes Arbeitswerkzeug ist bei mir Chiropraktika, die Schmiere. Wird denn hier auch gearbeitet? Hier? In der Neurophysio oder an manuellen Gen? Okay. Nee, nicht so. Also teilweise ein bisschen Lendenwirbelsäule, ja. Aber. Ich hatte mal einmal ein Aha-Erlebnis in meinem, ich glaube, das war fast in meinem ersten Jahr als Physiotherapeut. Da hatte ich einen Patienten mit einer Fußheberschwäche. Das heißt, die Fußspitzen können nicht mehr angezogen werden. Das kommt durch, häufig durch eine mangelnde Nervenversorgung aus der unteren Lendenwirbelsäule. Häufig tritt das bei einem Bandscheibenvorfall auf. Hatte ich auch tatsächlich am Anfang. Beidseits oder nur links? Beidseits, aber vor allem links. Vor allem links. Es ist auch jetzt noch ein bisschen schwierig beim Laufen, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang. Ja. Als junger Physiotherapeut, es wird einem längst nicht alles beigebracht. Da habe ich mich gefragt, was kann ich hier tun? Kommen ja keine Signale mehr unten an. Also habe ich mich dazu entschlossen, den gesamten Nervenverlauf, so tief es ging, nachzuarbeiten. Und kaum war ich im Unterschenkelbereich, nicht beim ersten Mal, auch nicht beim zweiten Mal, aber irgendwann zuckte der Fuß auf einmal wieder. Nicht, dass er danach wieder normal bewegt werden konnte, darum ging es auch gar nicht, sondern es ging darum, kann der Nerv wieder das Gebiet versorgen oder nicht? Weil dann kann man sehen, okay, da kann man was tun oder nicht. Und das war der Fall. Das war für mich war das ein ganz wichtiges Zeichen. Und deswegen haben wir nervale Ausfälle. Ich rede mal einfach ein bisschen, ne? In bestimmten Gebieten immer Nervenverläufe auch abgehen. Und solche Punkte, die schmerzhaft sind, das mache ich nicht, um die liebe Lou, du hast genug gelitten, zu quälen, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem, wenn ich das frei arbeite, das Gewebe, gibt es auch immer wieder Nervenimpulse ins Bein. Was man nicht unterschätzen darf. Wie wär's mit einer Pause? Ich wollte gerade sagen, kannst du den Punkt mal eine kurze Pause geben? Den Punkt? Ja, willst du, wollen wir nicht? Wir machen mal einen kurzen Cut. Wie gesagt, ich muss meine Intensität auch anpassen. Und Luke, danke, dass du gesagt hast. Ne? Hier. Ich meine, ich habe es dir dann auch angesehen, aber mach doch mal bitte Pause. Ich wollte dich nur nicht im Reden unterbrechen. Ich sabbel so viel, du musst mich unterbrechen. Okay. Ja, bitte gerne. Wir müssen heute erstmal gucken, was der Körper zulässt und was machbar ist. Generell ist es so, dass mein Körper halt eben auch schnell blockiert, also sich alles so zusammenzieht, wenn da eben so krasse Schmerzen sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt gerade normal, aber irgendwo auch Traumagedächtnis. Mhm. Ja, jetzt zum Beispiel auch. Also. Linda, kannst du deinen rechten Arm hier lassen und deinen Körper rausbewegen und die Jalousien nochmal? Schaffst du das? Warte kurz. Gucken, was das wird. Da drauf und oh. Warte, ich muss irgendwie. Dann hören wir auch die Leute draußen besser. So. Ich glaube, dass du langsamer den Schmerz ausübst auf mich, desto besser kann mein Körper damit umgehen. Ich weiß, das würde ich auch liebend gerne machen. Ja. Du weißt, wie lange ich dann brauche, um in die Tiefe zu kommen. Das ist, weißt du? Ja, das ja, mache ich dann. Schmerz ausüben, das gehört mit zu meinem Beruf und wird mir auch häufig vorgeworfen. Mhm. Bei dir tue ich es sehr ungern. Aber deswegen, ich versuche, also wenn ich es. Ich würde es gerne sehr langsam machen. Aber so ist es schon, also es ist schon um Meilen erträglicher als das andere. Ja, ja, ja. Ich schaffe nur so halt auch weniger, weißt ja, du? Aber es ist okay. Du darfst ja auch. Also am Rücken kannst du das auch, da kann ich das besser ertragen. Hals ist für mich
schwieriger zu ertragen. Mhm. Generell? Ja. Eben auch wegen der Narbe und all diesen. Also, die spüre ich jetzt so gesehen nicht an den Stellen, wo du bist, aber die ist halt immer da. Die ist da und da ist viel passiert. Genau. Ja, also, 2 Wochen mögen nicht viel sein im Leben eines Menschen. Wenn da aber dann der Zugang von der Maschine oder Abgang, genau, oder wie auch immer man das sehen will, gewesen ist, das, wie soll man das sagen, ey? Das hinterlässt Spuren. Ja, im Leben eines Koma-Patienten mit ECMO ist das, sind 2 Wochen wie 2 Jahre. Das ist einfach eine lange Zeit. Quasi. Das ist eine lange Zeit und stell dir mal vor, nee, sollst du dir nicht vorstellen, was. Ich habe 6 Monate auf einer Wachkoma-Station gearbeitet. Die Leute leben jahrelang in so einer Zwischenwelt. Das ist. Und dann gibt es teilweise Filme, die produziert werden, wo Menschen angeblich 20 Jahre im Koma lagen und dann von einem auf den anderen Tag aufstehen und ihr Leben weiterleben. Ich so denke, wer bitte hat sich so einen Film ausgedacht? Hast du sowas schon gesehen? Mhm. Ich fand es ganz schlimm. Ja. Jetzt kommt bei dir natürlich aber auch noch so ein bisschen diese bekackte Viruserkrankung noch mit rein, ne? Genau, und das ist halt eben der Punkt. Man kann jetzt im Nachhinein nicht mehr auseinanderdividieren, was ist vom Koma, was ist von der Beatmung, was ist vom Virus und was vom langen Liegen. Ja. Also, und die ganzen Medikamente, die ich bekommen habe, das, also mir sind die ganzen Haare ausgefallen davon. Es war quasi auch wie so eine. Das war so. Chemotherapie haben die es halt mit verglichen, ne, von dem Medikamentencocktail. Und was macht eine Chemo? Chemo greift alles an. Ne? Also wir haben manchmal keine andere Wahl, leider. Wenn wir den Körper, den Menschen retten wollen, den gesamten Organismus richtig ein drüber zu ziehen. Weil dann war das ja nicht nur ein Medikament, also nicht nur eins gleichzeitig, sowieso nicht, das waren bestimmt 20 gleichzeitig, aber das haben die dann mit verschiedenen Medikamenten halt auch noch gemacht, weil sie halt nicht wussten, was wirkt. Und also letztendlich, ich glaube, noch ein bisschen ausprobiert, ne? Ja, irgendwie so das Ebola-Medikament und solche harten Sachen. Und da muss man aber ganz vorsichtig sein. Ich würde euch bitten, in den Kommentaren jetzt keine große Covid-Diskussion anzustoßen. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ja? Und auch, was die Ärzte da gemacht haben, ich glaube, keiner von uns kann beurteilen, was jetzt richtig wäre in dem Moment. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Hilflosigkeit, weil keiner wirklich wusste, wie man damit umzugehen hat. Genau. Und wenn ein Mensch aber auf der, ne, quasi kurz davor ist zu gehen, probiert man lieber alles aus. Ja. Das heißt nicht, dass ich das rechtfertigen möchte oder beurteilen, kann ich sowieso nicht. Aber die hatten zu dem Zeitpunkt ja auch einfach gar keine Vergleichswerte. Ich war eine der ersten Covid-Patientinnen überhaupt dort. Plus ich war die jüngste und der heftigste Fall im ganzen Krankenhaus. Ja. Die wollten einfach nur alles tun, um mich zu retten. So, ich bin jetzt gerade zur Abwechslung mal an der Brustwirbelsäule. Bin jetzt neben dem Dornfortsätzen und da, wo du, kannst du dich erinnern, als du gesessen hast und ich da einmal dran gedrückt habe, hast du gesagt, au! Ja, genau, das ist auch der Punkt. Genau, aber ich bin jetzt an dem Dornfortsatz und bewege den, nicht, dass ich den in die Mitte rüber bewege, aber ich zeige den Wirbelkörper wieder auf. Pass auf, du kannst dich durchaus auch in die Richtung rotieren. Das heißt, ich mache das hier in einer Art Rhythmus und gucke, wo reagiert der Körper so, dass der Wirbel sich immer mehr bewegt. Und wenn ich sehe, dann gehen wir die Beine entlang, dass die Bewegung durch den ganzen Körper geht. Jetzt lasse ich mal stehen, aber ich fange an. Und dann ist das ein gutes Zeichen. Jetzt gehe ich mal einen Dornfortsatz höher. Das ist fester. Und dann muss ich erst die Richtung finden, wo er freier wird. Genau. Und das geht aber, ne? Gut.
da eigentlich einen Unterschied zwischen meinem rechten und linken Bein? Wie meinst du das jetzt von der Muskulatur her? Von dem her, wie sie sich bewegen. Meinst du, wenn ich jetzt hier arbeite? Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich gerade die ganze Zeit aufgrund meines Standes nur auf das rechte Bein geachtet. Aber nicht wirklich. Weil es fühlt sich für mich halt so an. Ich frage mich gerade, ob das halt ja, das heißt, du eine spürst Mittelfindung das ist. Oder ob, also weil ich spüre eigentlich nur das rechte Bein sich bewegen. Naja, und der Wahl ist da. Ist da noch, muss da noch ganz schön was kommen in deinem linken Bein. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man den Punkt bearbeitet, wenn ich hier noch weiter arbeiten würde und die ganzen Beine einmal durchgehen würde, nicht, dass du dann sofort wieder hüpfen würdest, aber dass dir das auch helfen würde. Ich muss mal gucken, ob wir nicht nachher noch besprechen, du bist ja in therapeutischer Betreuung. Ja. Ob ich da nicht vielleicht mal mit denen telefonieren kann oder mal dir was mit auf den Weg geben könnte. Ohne jetzt als Klugscheißer dastehen zu wollen, weißt du? Nee, ich glaube, die sind auch dankbar für neues Input. Also, ja, okay. Ich glaube, ich bin da echt schon sehr gut aufgehoben. Mhm. Aber trotzdem ist es ja immer gut, wenn nochmal jemand drauf guckt, wenn nochmal jemand Impulse gibt. Weißt du, was das Praktische ist? Was denn? Linda filmt. Ja, genau. Also genau. Rein theoretisch kann man es halt auch nachgucken, was ich jetzt alles erzählt habe und was nicht, ob man jetzt mit übereinstimmt oder nicht. Es ist zumindest auf Band. Genau, das hatte ich auch vor, tatsächlich meinen Therapeuten zu zeigen. Ja, musst du gucken, ob sie dann dazu Lust haben, genau, sich eine Stunde vor YouTube zu setzen. So, für mich die große Herausforderung ist, die Rippenwirbelgelenke in Bewegung zu setzen, ohne zu viel Druck auf die Lunge zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt hier von hinten einmal der Lunge schön ein mitgebe, nee, das wird nicht funktionieren, das sollten wir sein lassen. Das Problem ist nur, dass wir das fast bei jeder Technik haben. Selbst so könnte ich es relativ sanft machen, aber ich muss einen Druck nach vorne, also Richtung Lunge machen. Ich werde gleich was probieren von vorne. Da gibt es auch Kompression auf der Lunge. Aber da kannst du mir sehr, sehr schnell sagen, das ist mir jetzt zu viel oder nicht. Ja. Ja, weil hier kannst du das erst nicht beurteilen. Erst wenn ich, ne, wenn ich dann drücke. Und das darf nicht sein. Wenn, dann muss ich vorher schon eine Rückmeldung haben. Mhm. Okay, wir machen mal kurz einen Cut nochmal. Ich gebe dir ein bisschen Papier mit. Ja, kein Wunder. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, so, jetzt. Wir haben gerade in der Pause kurz drüber gesprochen. Ich mache das jetzt Druck- und Schmerzadaptiert. Mhm. Wir bleiben jetzt in Kommunikation. Ich zeige dir erstmal, was ich überhaupt mit dir vorhabe. Und dann sagst du mir, Thomas, ist okay oder nicht? Die Knie kannst du so zusammen, brauchst nicht zusammen drücken, sondern gegeneinander lehnen. So, jetzt dafür sind die gekennzeichneten Stellen wichtig, weil hier habe ich den Strich. Die Haut verschiebt sich. Ich suche jetzt aber nochmal weiter außen. Ist es da? Mhm, es tut schon weh, aber ein Stück höher, ja. Da? Ja, genau da. Mhm. So, ein bisschen Finger, da liegt genau mein Daumenbein dahin. So, und jetzt, pass auf. Jetzt mache ich nämlich so, dass ich lehne mich so über dich drüber. Mhm. Das heißt, ich gehe nicht hier vorne drauf, sondern ich gehe. Ja, das geht, glaube ich. Darüber. Und das dauert ja auch nicht so lange, ne? Das geht ganz schnell. Ja, nur jetzt müssen wir beiden einmal testen. Mhm. Du atmest mal ein und aus und ich gebe mal Druck. Ich mache noch nichts. Wie ist das? Ja, also es ist grenzwertig, aber ich glaube, für einen kurzen Moment geht's. Also wenn ich
einatmen und dann die Luft anhalten. Nee, also ausatmen. Genau, also, Luft anhalten wär schlecht. Nee, ich meine nach dem Ausatmen. Okay, ich gucke mal, ob ich richtig Druck drauf kriege. Ging? Ja. Okay. Gut. So, erster Tag. Tat nicht weh. Geht. Mhm. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Ist da? Da geht es ein bisschen höher. Also nicht besser, sondern schmerzhaft. Da? Ja. Genau, einfach, ich mache noch nichts. Erstmal noch rüber. Okay, geht's? Mhm. Einatmen. Okay. Ja. Und so ein kleines Stückchen runter. Der brauche ich nicht. So, okay. Ja, jetzt gucken wir erstmal, wie sich der andere Bereich verhält. Okay? Ja. So, weil wir haben von Anfang an eins gesagt, übertreiben wollen wir es nicht. Und ein Stück höher? Bitte? Auf der Seite? Meinst du, das würde da was bringen? Naja, ich habe es ja schon ganz zielgenau eigentlich getastet, wo dein Schmerzpunkt ist. Und da war ich jetzt genau mit meinem Daumenballen drauf. Okay. Und da jetzt... Weil es sich gerade ein bisschen ungleich anfühlt, aber das ist vielleicht auch normal. Wie meinst du ungleich? Als würde meine linke Schulter höher sein als die rechte. So generell jetzt oder jetzt nachdem ich das gemacht habe? Ja, nachdem du das gemacht hast. Deswegen hatte ich gerade diesen Gedanken. Dass ich deine linke Schulter hochgeschoben habe? Ja. Nee. Die sind mal schön gleich. Okay. Okay? Du fühlst dich nur so. Auch interessant. Die Rückmeldung habe ich noch nie gehabt. Okay. So, wir gucken jetzt. Geht das mit den Beinen oder willst du die Rolle haben? Wäre unanstrengender mit der Rolle, genau. Ja. Ist die kalt? Die Rolle ist kalt. Ach so. Ja, der Ding ist mir auch kalt. So. Haben wir eine Decke oder? Ja, genau. Du bist ja heute ja. Multitasking hier. Gib mir mal. Danke. Boah. Warte. So. Ach, dann wird es ja doch noch ein bisschen bequem. Und wenn es nur ein bisschen ist. Mhm. Also, immer ein deutlicher. Merkst hier, also links ist eher so eine Lücke. Hier, wo ich mit dem Finger gerade drin bin. Merkst du rechts diesen Huck, diese Rundung? Ja, wenn du da drüber gehst. Genau.
Das ist der Querfortsatz von C1. Endlich wird's gemütlich. Okay, gut. So, tu mal einen Gefallen. Öffne mal den Mund so weit, wie es geht. Okay, und wieder schließen. Hast du denn immer noch das Gefühl, dass der nicht ganz so weit aufgeht? Nur noch ein kleines Stück, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, weil es geht, öffnet sich eigentlich schon ziemlich weit. Ja, also es war eine Zeit lang halt so, dass ich gerade mal einen Finger zwischen den Spalt bekommen habe. Ja. Und nicht anständig essen konnte damit. Aber das ist sehr viel besser geworden. Und einfach mal locker geöffnet lassen. Genau. Gut. Gut. Okay, einmal den Mund öffnen. Genau, ein Stückchen noch. So, jetzt einmal ganz öffnen. Ganz öffnen. Nochmal, bis auf, auf, auf. Gut, gut, okay. Und stopp. Reicht. Okay. Ist das auf beiden Seiten sehr intensiv gemerkt? Ja. So vom Kiefergelenk her passt das, aber man merkt durchaus auch hier, macht das uns häufig, wenn der Kiefer sich nicht normal bewegt, dann halte ich mehr oder weniger die Muskulatur fest, mache es dann ein bisschen schwerer und dann, wenn ne, das Gelenkspiel das dann aber zulässt, dann löst sich auch noch mehr die Muskulatur und das Gelenk, ist bei dir aber nicht so richtig möglich. Merkst du? Also ich kann dich hier ganz easy festhalten, dann passiert da gar nichts. Ja. Es ist insgesamt auch wieder, sind wir bei deinem Nervensystem, den ja, dass deine Muskulatur insgesamt noch nicht genau, auf dem Niveau... Genau, es ist eine Kraftsache. Genau. Genau. Also es ist keine mechanische Sache. Was schon noch mechanisch ist, ist hier der erste Halswirbel. Den könnte ich dir noch in Bewegung bringen. Hast du dafür noch Energie? Ja, mach ruhig. Sag das jetzt überzeugend. Ich kann ja liegen. Oder meinst du Schmerztoleranzenergie? Nein, nee, so insgesamt, weil Schmerz ist da nichts mehr. Da kommt kein Schmerz. Das ist ja das Schöne. Was? Wie? Nein, ich kann, also Schmerz entsteht jetzt nicht, wenn ich es mache. Ach so, ja, dann mach. Guck. Ich zeig's dir aber auch erstmal, ob du dich damit wohlfühlst oder nicht. Kopf dahin. Dahin und mach dann noch so eine kleine Bewegung. Ja. Okay? Also es tut auf jeden Fall einen Tick weh. Wo tut es weh? Da an der Stelle. Du meinst? Wenn ich in dieser Position bin. Mhm. Meinst du wie so ein Ziehen? Ja. Dadurch, dass du so viel Therapie machst, machst du da eigentlich noch zu Hause irgendwas?
Ehrlich gesagt habe ich dafür meistens keine Kraft. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also meine Therapeuten würden es sich wünschen. Hm. Grüße gehen raus. Aber ehrlich gesagt bin ich nach den Therapien, allein schon dem Weg zur Therapie und von der Therapie weg, echt zu platt. Mit Bus und Bahn. Und das ist für mich halt auch immer eine Challenge, ne? Also, klar, allein in den Bus rein und raus wahrscheinlich. Ganz ne? genau. Und dann halt möglichst schnell einen Platz suchen, weil wenn ich mir keinen suche, dann ist mein Körper da auch schnell. Also dann falle ich halt um, wenn der Bus losfährt, ne? Mhm. Und genau, dementsprechend ist das immer anstrengend. Plus eben der Weg zu Fuß dann. Jetzt noch ein bisschen die Muskulatur gelockert und du musst mir aber genauso wieder sagen, wenn es jetzt immer noch zieht, ja, dann lasse ich es. Okay. Okay? Nee, ist ein anderes Gefühl. Geht? Ja. Es fühlt sich lockerer an. Okay, dann. Krass. Gut gemacht. Das habe ich jetzt bis oben in den Kopf gespürt, bis zur Stirn. Das ist auch direkt unter der Schädelbasis. Pusse mal. Das darf ich nicht verraten. Nein. Jetzt geht es nicht in Erfüllung. Die andere Theorie ist ja zu diesen Dingen, wenn man es nicht sagt, kann es auch gar nicht in Erfüllung gehen. Oh. Ah, das ist interessant. Meine Tochter hat noch eine Theorie. Sie sagt es keinem, sie flüstert es. Oh, das ist ja gut. Das ist auch irgendwie so ein Zwischending, das ist doch gut. Wie alt ist deine Tochter? 5. Süß. Hm. Schönes Alter. Mhm. Größtes Geschenk. Soll ich ein Herz aufatmen noch von heute Morgen? So, Lu, weißt du, fertig. Ach, die andere Seite nicht? Nein. Ah, ich liege hier schon ganz angespannt. Nein, pass auf. Du bleibst liegen. Ich erkläre das mal eben. Herbert Sakri. Wenn da jemand, glaube ich, brauche ich einen neuen Gesellen hier. So. Also, C1 ist das hier oben, das Ding. Mhm. Ja? Und bei dir ist der rechte, der Bereich hier, der steht ein ganz bisschen weiter rechts raus. Ja, aber jetzt, also er ist übertrieben gesagt. Deswegen konnte ich diesen Huckel rechts hier eher spüren als links. Und den habe ich dir jetzt wieder rübergebracht. Mhm. Also ein bisschen, ne, wieder das Gelenkspiel verbessert. Das fühlt sich gut an gerade, tatsächlich. Gut, nochmal zum Verständnis, immer wenn alle, das ist ja immer so eine Sache mit der Chiropraktik, ich verruckel da nicht einfach so einen Wirbel. Also er macht nicht so, kruck. Dass der und dann sitzt der wieder drin. Das sind kleinste Bewegungen. Ich glaube, den können wir bald in Rente schicken. Das Becken bricht nämlich auch immer auseinander. Oh je. So, also. Fassen wir nochmal zusammen: Rechte Rippenwirbelgelenk ungefähr. Ungefähr einmal auf Höhe zwischen 5. und 7. Brustwirbel. Das ließ sich in Bewegung setzen. Es waren 2. Haben die 2 bewegt.
Das ging auch gut, da konnte ich den Kraftimpuls direkt reinsetzen. Auf der anderen Seite war es viel fester. Da hätte ich mehr Kraft aufwenden wollen. Und das will ich heute nicht. Ich will bei dir keine Kraft bei Mobilisierung aufwenden. Vor allem im Lungenbereich. Ne? Ja. C1 gerade oben, dein erster Halswirbel, ließ sich auch sehr gut in Bewegung bringen. Ansonsten habe ich dir jetzt erstmal hinten deine Rückenkette, das heißt vom Occiput, vom Hinterkopf bis unten einmal parallel der Wirbelsäule durchgearbeitet. Im linken Bein müssen wir ganz genau, da haben wir hier eine Stelle, direkt hier mittig vom Becken. Da ist die Seitenneval sehr stark versorgt. Das Ding. Das spüre ich auch noch. Also ja, das ist genau, aber das ist das Gute. Guck mal, also pass auf, dein Grundproblem ist, dass die nervale Ansteuerung, das heißt, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen wollen, wir haben jetzt eine Leitung in deinem Bein und Nervenimpulse gehen immer springen. Ja, das heißt, wir haben immer so eine Art Welle. Mhm. Und bei dir ist die Welle jetzt nicht so hoch, sondern niedriger geworden und langsamer. Ja? Mhm. Wenn du die Stelle merkst und wenn ich da reingehe, dann, Schmerz ist auch ein Nervenimpuls, passiert das. Ja. Okay? Ja. Das heißt, ich schicke Informationen in das Bein. Wir haben immer zwei unterschiedliche Informationen. Einmal Informationen, die vom Zentrum in die Peripherie gehen oder die von der Peripherie wieder zurück ins Zentrum gehen. Beide sind unfassbar wichtig. Und das kann man, auch wenn es scheißen wehtut, damit aber trotzdem auch machen. Dann dem Nerv quasi ein bisschen, also die Nerven trainieren. Das heißt, durch diesen Punkt, den du jetzt bearbeitet hast, hast du quasi im Endeffekt das ganze Bein bearbeitet? Genau. Hm. Ne? Eigentlich habe ich so auch einen Impuls auf das ganze Bein. Das heißt nicht, dass man nur an dem Punkt arbeitet und dann ist sein Bein wieder cool. Ja? Aber der Punkt ist mir sehr ins Auge gesprungen und der wäre für deinen Therapeuten auch echt wichtig, den weiterhin zu bearbeiten. Bisher wurde viel der Punkt vorne bearbeitet. Vorne ist auch gut. Mhm. Vorne meinst du jetzt auf der Höhe? Mhm. Ja, ja ist auch und gut. Und auch weiter innen am Bein. Mhm. Also so in der Leistenregion dann. Genau. Ja, das ist auch gut, weil aber hinten ja auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, liebe Therapeuten, falls ihr zuguckt, wir können gerne telefonieren oder ihr könnt euch das mal so ein bisschen annehmen oder auch nicht oder wir können uns da austauschen. Das ist immer am besten. Ja. Okay, Lu, so, wir machen jetzt erstmal einen Cut. Du schläfst jetzt eine Stunde und dann machen wir das Abschlussgespräch. Einwandfrei, denn eigentlich sind wir ja fertig, ne? Kannst du noch ein bisschen liegen bleiben? Ja. Da haben wir noch drüber gesprochen. Hausaufgaben kriegst du von mir nicht. Aber liegen tust du eh. Ja. Da packen wir noch ein paar Spitzen drunter. Und dann, weil diese Spitzen geben ja auch wieder Informationen an den Körper. Das heißt, da kannst du dich mit dem Rücken drauflegen, aber auch mit dem oberen Gesäßbereich zum Beispiel. Das ist doch Spitze. Was muss ich jetzt sagen? Hast du viel Zeit mit mir verbracht gerade? Gut. Nee, mein natürliches Ich. Ah, perfekt. Du kannst auch deine Beine drauflegen. Mhm. Na, also du kannst das Ding auch um dein Bein drumherum machen. Also diese Teile gab es auch mal als Manschetten, dass man die so drum macht und damit rumlaufen kann und so weiter. Die sind nicht spitz. Kannst dich gleich drauflegen. Die sind nicht spitz. So, und da haben wir uns gerade beschlossen, wir enden heute so, das seht ihr jetzt nicht mehr, aber du kommst jetzt noch ein paar Minuten hier drauf, kannst noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ansonsten brauche ich von dir natürlich so eine Art Schmerztagebuch. Nächste Woche telefonieren wir und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Deal? Deal. Deal. Von dir, wie war es denn heute? Schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Also... Ja, wirklich. Da fragt man sich, wie viele Schmerzen kann ein Mensch ertragen, bis was passiert dann? Ich will es gar nicht wissen. Mhm. Aber ich fühle mich jetzt gerade recht entspannt. Wegen der Decke. Auch. Mhm. Also an der Lendenwirbelsäule links spüre ich auf jeden Fall noch einiges. Also das tut schon noch weh. Mhm.
Aber vor allem so Halswirbelsäule fühle ich mich recht entspannt gerade. Okay. Also positiv. Gut. Ja. Und das beobachtest du jetzt einfach mal, wir telefonieren und mal gucken, wie wir weitermachen. Mhm. Okay? Cool. So, jetzt wird es noch ein bisschen stachelig für Lu. Aber danke dir fürs Einschalten. Abonniere gerne unseren Kanal, damit unterstützt du uns immer tatkräftig. Gib uns einen Daumen nach oben, hier Glocke läuten, Ding Dong und Kommentar. Kommentar, bitte. Genau. Keine Covid-Diskussion. Ja, und bitte keine Covid-Diskussion. Ey, weißt du, was ich durch diesen ganzen Covid-Kack gelernt habe? Nee. Weniger diskutieren. Ja. Jeder hat sein eigenes Meinungsbild. Absolut. Warum muss man sich darüber immer austauschen und vor allem den anderen davon überzeugen? Einfach mal bei sich bleiben. Genau, Austausch geht ja noch, aber dieses... Aber halt nicht überzeugen. Überlegen, überzeugen. Genau, ja, einfach bei sich bleiben. So, damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.